Nachhaltig das Holz der Ölpalme nutzen. Das hat sich das internationale Netzwerk PalmwoodNet als Ziel gesetzt. Auf der Ligna 2017 präsentieren die Projektpartner die Ergebnisse ihrer Arbeit. Sie alle sehen im Holz der Ölpalme hohes technisches und wirtschaftliches Potenzial. Das Holz ist von sich aus interessant, weil in dem Stamm der Ölpalme Holz unterschiedlichen Gewichts oder unterschiedlicher Dichte, wie wir sagen, vorhanden ist. Das heißt, ich kann das Holz einmal für leichte Platten oder leichte Möbel verwenden oder auch für schwerere, das heißt dann auch festere Dinge. Das heißt, ich kann den Stamm aufteilen in verschiedene Schnittholzgruppen und kann diese unterschiedlich verwenden. Schon seit 20 Jahren erforschen Experten das Ölpalmholz. Es ist vor allem ein Abfallprodukt bei der Gewinnung von Palmöl. Mit der Idee der Verarbeitung stößt das Netzwerk gleich auf mehrere aktuelle Trends. Der Haupttrend für Asien ist, dass zu wenig Holz aus dem Tropenwald kommt. Und wir wollen Tropenwald auch schützen und deshalb eben die Alternative, dieses, wie manche Leute sagen, Abfall zu benutzen in sehr, sehr großen Mengen. Der zweite Trend ist, dass im Bereich Möbel, Innenausbau bis hin selbst zum Bauwesen der Trend zu leichten Produkten besteht. Durch zahlreiche Schnitttests konnten die Projektpartner wirtschaftliche Produktionsgrößen für das Holz entwickeln. Die Firma Möhringer will mit ihrer Primärverarbeitung jetzt auch im Ausland aktiv werden. Ja, wir wollen natürlich vor Ort Werke entstehen lassen, weil nur dort wächst der Rohstoff ja auch. Und wir sind mit in den südostasiatischen Ländern mit verschiedenen Partnern, mit Palmölplantagen, mit Universitäten im Verbund, um dort auch vor Ort die Technologie entstehen zu lassen. Doch die Beschaffenheit des Holzes stellt vor allem die Werkzeughersteller vor Herausforderungen. Dieses Palmholz hat eine ganz besondere Struktur. Hier sind sehr harte Fasern im Holz eingebettet mit einer Dichte von über 1. Und die sind eingebettet in eine weiche Matrix mit einer Dichte von 0,1 bis 0,2. Das ist ungefähr vergleichbar mit Drähten in einem Schaumstoff. Und wenn man die schneiden will, solche harten Fasern in der weichen Matrix, dann brauchen wir sehr scharfe Werkzeuge, um ein Verquetschen und Herausreißen der Fasern zu verhindern. Dennoch ist es der Firma Leitz gelungen, ihre Werkzeuge anzupassen und so das Ölpalmholz zu bearbeiten. Auch die Verleimung ist mit Palmholz möglich. Minda bietet zusammen mit optimierten Klebstoffen von Juwat die Lösung. Aber vor allem der Umweltaspekt hat das Unternehmen, wie alle anderen Projektpartner auch, überzeugt. Wenn es gelingt, einen kleinen Teil dieses Palmölholzes für tragende Zwecke sinnvoll zu verwerten, könnte man natürlich dadurch vermeiden, dass das Wald gerodet wird. Man würde dem Klimaschutz auch gewaltig helfen. Seit 2012 hat das Netzwerk die ersten Schritte für die industrielle Verarbeitung eingeleitet. Und seit Ende 2015 wird es von der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Pünktlich zu Ligna sind die Projektpartner soweit, die gesamte Wertschöpfungskette abdecken zu können. Wir können zeigen, dass wir die Produkte fertigen können. Wir haben die Technologie entwickelt bei uns im Netzwerk. Wir haben alle Prozessschritte soweit im Griff, dass wir auf die Investoren zugehen können und wir haben die Konzepte fertig. Das heißt, wir können dem Investor eine fertige Mappe, einen Business Case überreichen, wo eigentlich alle Schritte entsprechend zur Umsetzung entwickelt wurden. Jetzt geht es darum, Investoren zu gewinnen, denn das Ziel von Palmwood ist klar. In 3 Jahren wollen wir industriell hergestellte Produkte auf dem Markt haben. Vor allem in Asien, vielleicht in China, vielleicht in Japan. Und in 10 Jahren möchte ich sagen, wir wollen 25% aller Ölpalmstämme verarbeiten. Der Anfang ist gemacht. Auf der Ligna 2017 präsentiert das Netzwerk von Palmwood sein Vorhaben, um künftig das Holz der Ölpalme nachhaltig zu nutzen.